Jungs, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute werde ich, wie ihr schon im Titel lesen könnt, den billigsten Controller bestellen und den in Fortnite testen. Den Controller, den ich bestellen werde, der kostet um die 25 Euro. Und wir schauen einfach mal, wie der sich so in Fortnite spielen lässt. Und ich bin wirklich sehr hyped auf dieses Video, weil das was relativ Neues auf diesem Kanal ist. Also die OGs unter euch wissen vielleicht noch, dass ich damals den Astro C40 Controller hier auf diesem Kanal getestet habe. Aber sonst spiele ich ja auch selber nur den PC Standard Controller. Das heißt, wir können zusammenfassen, dass ich in meinem Leben bisher nur einen sehr teuren Controller getestet habe, nämlich den Astro C40. Und dann noch einen Mittelklasse Controller, nämlich den normalen PC Standard Controller. Und wir werden jetzt auf jeden Fall an das andere Ende greifen und jetzt einfach mal den billigsten Controller testen. Lasst aber gerne, wie immer, bevor wir reingehen, ein Like auf dem Video da. Und falls ihr noch nicht Abonnent seid, dann abonniert jetzt gerne den Kanal. Wirklich, das wären zwei kleine Klicks von euch, die mich extrem supporten würden. Es fehlen ja auch nur noch 6000 Abonnenten, bis wir die 100.000 Abonnenten erreicht haben. Deswegen, wie gesagt, gerne abonnieren, Jungs. Das würde mich sehr freuen. Und gerne könnt ihr auch zum Support meinen Creator Code RubyxNice im IT Shop eintragen. Das Eintragen kostet euch nichts und supportet mich auch nochmal wirklich sehr. Und wie immer habt ihr jetzt passend dazu die Leute eingeblendet, die meinen Creator Code eingegeben haben und mir dazu auf Instagram ein Foto geschickt haben. Wirklich vielen Dank für den Support. Und falls euer Name auch im nächsten Video stehen soll, dann könnt ihr mir gerne jederzeit ein Foto auf Instagram schicken, wie ihr meinen Creator Code eingegeben habt. Und dann werdet ihr natürlich auch im nächsten Video mit eingeblendet. Und ich würde sagen, ich habe genug gelabert und wir gehen rein und testen den günstigsten Controller in Fortnite. So, Jungs, und dann haben wir auch den Controller direkt am Start. Ich habe den, glaube ich, gestern bestellt und er kam heute direkt an, also hat nur einen Tag gedauert. Und wie gesagt, der Controller kostet, glaube ich, 25 Euro. War jetzt vielleicht nicht der billigste, aber es war ein Controller, der auf jeden Fall sehr günstig war. Und für das, wie viel er gekostet hat, hat er auf jeden Fall ganz gute Features. Das werden wir uns auch heute in diesem Video alles angucken, was der alles so drauf hat. Und wir können hier schon direkt sehen, Turbo hat der. Also ich habe gesehen, beim Bestellen habe ich darauf geachtet, dass das irgendwie so einen speziellen Turbo-Modus haben soll. Also der Controller soll irgendwie so einen Turbo-Modus haben, den man irgendwie mit einem Knopfdruck, ich glaube, das ist die Taste hier, aktivieren kann. Werden wir uns gleich auch nochmal ein bisschen spezieller ansehen, was das überhaupt bringt. Ich habe nämlich gar keine Ahnung, ich habe den einfach bestellt, als ich das gesehen habe. Dann sehen wir hier noch Vibration, dann sehen wir hier noch Ergonomically und Powerful. Was das heißt, gar keine Ahnung. Vibration ist jetzt, glaube ich, uninteressant für Fortnite. Und Powerful ist jetzt ordentlich etwas, was uns wirklich interessiert. Aber ja, Verpackung brauchen wir uns jetzt nicht sonderlich anschauen. Hier so ein QR-Code, okay. Und ich würde sagen, ich quatsche nicht so lange, sondern wir packen das jetzt einfach mal aus. Und wir schauen einfach mal, was drin ist. Ich habe den Controller noch nicht ausgepackt. Das heißt, wir werden jetzt zusammen sehen, was hier so drin ist. Und das schon mal, ich sehe direkt in so einem Ding eingepackt. Also in so einer Tüte. Okay, warte. Ich schau mal, ist noch was drin? Hier ist so eine Bedienungsanleitung drin. Ja, nur eine Bedienungsanleitung ist noch drin, okay. Schauen wir uns auch gleich an. Vielleicht ist da irgendwas Wichtiges dabei für diesen Turbo-Modus. Und yes, wir holen den mal raus und wir schauen einfach mal, was da so... Okay. Ah, ein Kabel ist auch dabei, Jungs. Okay, gut. Gut zu wissen. Kabel ist wahrscheinlich, ja, ist ein ganz normales USB-C-Kabel. Ich weiß nicht mal, ob das so heißt, aber wir nennen es jetzt einfach mal so. Also auf jeden Fall das Kabel für den Controller. Und ja, da haben wir hier auch den Controller direkt. Und ich muss sagen, boah doch, also Jungs, was ich nice finde, direkt hier zu Anfang, der Grip, also es hat einfach einen Grip, Bruder, für 25 Euro, was willst du da eigentlich erwarten, so, dass da einfach ein Grip dabei ist, also das, hier das, ich zeig's mal an der Kamera, dass das hier so geriffelt ist, so dass man den Controller wirklich gut in der Hand hat, dass das dabei ist, dass sie das hier dran gemacht haben, ist schon echt geil. Ich kann mal zum Vergleich hier mal den PC-Controller hinholen, guck mal, ihr seht, das glänzt hier so, hier hat das nämlich gar keinen Grip. Und das nervt bei dem Controller auch manchmal, weil das sehr schnell verrutscht und alles. Finde ich nice. Ist auf jeden Fall cool. Ansonsten, boah, was ich direkt merke, Jungs, die Sticks, Alter, die sind sehr, sehr, also die kommen mir sehr, sehr billig rüber, muss ich sagen. Ja. Ich halte es mal ans Mikrofon, Jungs, hör mal. Ich weiß nicht, ob man das hört. Also, die Tasten, also die L3 und R3 Taste, fühlt sich sehr, 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 sehr billig an. Okay, ja. Die Sticks, ja, sind noch ein bisschen klein. Will ich jetzt auch nicht so wirklich, ist ein bisschen klein, glaube ich, für die Daumen. Also, es geht. Man kann, glaube ich, damit spielen. Aber hätte man ruhig ein bisschen größer machen können. Sehr, sehr billig, so wie es mir erscheint. Aber wir schauen später auf jeden Fall. Und dann hier die Knöpfe. Muss ich sagen, erinnern mich ein bisschen so an PS3-Controller. Falls ihr den noch kennt. PS3-Controller, die Tasten fühlen sich, glaube ich, 1:1 so an. Wenn ich mich richtig erinnere. Nicht richtig schlimm so, aber sind jetzt auch nicht qualitativ hochwertig, so muss ich sagen. Also, man kann die klinken ganz normal, aber ist jetzt nicht das Gelbe von mir, würde ich sagen. Dann haben wir hier ein Touchpad und wir haben hier vier Knöpfe und zwar haben wir einmal, warte, ich muss mal selber gucken. Ja, wir haben hier eine Share-Taste, dann haben wir hier eine Options-Taste, dann haben wir hier diese Turbo-Taste hier, warte, ich zeige es mal. Sieht man, ich stell mal scharf, Bruder. Ja doch, da seht ihr, glaube ich, gerade ganz leicht. Turbo-Taste haben wir hier noch und da haben wir noch eine Clear-Taste. Clear-Taste, keine Ahnung, wofür das gut sein soll. Aber Turbo-Taste, hatte ich ja gerade schon erklärt, ist anscheinend so ein Feature, was dieser Controller hat. Schauen wir später noch. Und noch eine PS-Taste haben wir auch. PS-Taste. Ah ja, hier. Fängt auch. Wusste ich gar nicht, dass das hat. Das habe ich gar nicht in den Fotos gesehen, als ich den bestellt habe. Und was dann auch nochmal hier beim Controller ist, ist L1 und R1 und L2 und R2.
Und ich muss sagen, obwohl, ja doch, machen so ein ganz komisches Quietschgeräusch, so ein ganz leichtes, aber die fühlen sich vom Drückgefühl, also so vom Widerstand her ganz in Ordnung an, gefallen mir gut eigentlich. Und ja, dann Rückseite ist auch relativ interessant, war auch ein Grund, warum ich den Controller bestellt habe. Und zwar, seht ihr, haben wir hier zwei, ja, Pedals kann man jetzt nicht sagen, aber zwei Buttons so, also Rücktasten halt am Controller, was auch nochmal für 25 Euro, muss man sich mal geben, für 25 Euro nochmal Pedals, also ja, Pedals zu haben, ist eigentlich ganz nice. Muss ich sagen, ist auf jeden Fall, was den Preis angeht, auch nochmal ein cooles Feature. Und ja, ansonsten, ich dachte, der Controller ist ehrlich gesagt ein bisschen kleiner. Also der, muss ich sagen, ist schon relativ groß. Also er ist jetzt nicht zu groß, aber er ist jetzt auch nicht komplett klein. Ich dachte, wie gesagt, er ist ein bisschen kleiner. Ich kann mal zum Vergleichen noch, ich mach mal so, den PC-Controller, oder ich mach mal doch lieber so. Hier, ihr seht, der PC-Controller ist schon ein bisschen kleiner, so ein bisschen schmaler. Also, der Controller ist schon mal ein bisschen größer. Ist jetzt aber auch nicht zu groß, muss ich sagen. Also, er geht auf jeden Fall von der Größe her fit. Und ja, Jungs, ich würde sagen, ich habe genug gelabert und wir gehen direkt mal rein in Fortnite. Ich mache die Handcam an und wir testen dann mal einfach so den Controller und schauen, wie der sich so spielen lässt. So, Jungs, dann haben wir auch jetzt die Handcam am Start. Ich habe den Controller noch nicht angeschlossen. Wir werden den jetzt das erste Mal gemeinsam anschließen. Und wir schauen einfach mal, was passiert. Das kann jetzt auch ein kompletter Fail werden, weil... Also, es kann jetzt sein, dass der Controller irgendwie nicht erkannt wird oder so. Dann muss ich nochmal gucken. Aber wir gucken jetzt einfach mal. Okay, es leuchtet schon mal. Okay, jetzt. Jawohl. Okay, der... Nein, Bruder. Bruder, was spüre ich hier? Ne, oder? Ey, warte mal, Jungs, ich schwöre auf alles. Was ich hier spüre, das könnt ihr nicht... Das kann man nicht ernst meinen, ehrlich jetzt. Also, okay, Jungs, vielleicht... Ich weiß nicht. Also, Jungs, ich schwöre auf alles. Das ist das erste Mal, dass ich ihn gerade anschließe. Und ich merke direkt einen richtig heftigen Delay. Also, irgendwie ist die Reaktionszeit, also dieser Input-Delay, wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Stick bewege, oder ich, also, es wird jetzt auf der Kamera nicht so krass rüberkommen. Aber wenn... Das spürt man da wirklich nur selber. Aber wenn ich jetzt irgendwie den Stick bewege... Ohne Spaß, ich spüre da so einen krassen Delay, das ist unglaublich. Also, ich werde mal gleich gucken, wie das so im Bauen ist. Ansonsten, was ich auch spüre, irgendwie die Todzone von den Sticks. Also, die Sticks sind, glaube ich, jetzt, glaube ich, wirklich das größte Problem bei dem Controller. Wenn ich jetzt hier direkt den ersten Eindruck so mit euch teile. Also, irgendwie die Sticks, ich weiß nicht, was da ist, aber guck mal, Jungs, wenn ich jetzt hier... Also, guck mal, Jungs, wenn ich jetzt hier so... Warte mal, wenn ich jetzt hier... Ich bewege den Stick jetzt schon und jetzt erst reagiert der. Ich bin jetzt ein bisschen weiter nach links gegangen, also nochmal, warte. Jetzt bewege ich den Stick schon, es passiert einfach nichts. Er reagiert einfach nicht. Jetzt. Ich bin noch weiter nach links gegangen, jetzt erst reagiert er. Also die Todzone von den Sticks, also die Deadzone, ist ja mal katastrophal, Bruder. Aber ich würde sagen, Jungs, wir lassen uns jetzt erstmal nicht vom ersten Eindruck täuschen. Kann ja auch sein, dass ich mir irgendwie alles einbilde, weil ich ja bisher immer nur den PC-Controller gespielt habe. Wir testen jetzt einfach mal. Ich versuche mal ein bisschen zu freebuilden, okay? Aber Jungs, ich weiß jetzt schon, glaube ich, wie das aussehen wird. Wir probieren es einfach mal. Oh. Ey, Jungs, ich schwöre, der Input-Delay, ne? Ihr glaubt mir nicht. Der Input-Delay ist geistesgestört. Okay, Jungs, warte, editieren ein bisschen. 90s waren schon mal, okay, Bruder, ey, das kann man sich nicht geben, Jungs. Ich schwöre auf alles, das ist kein, ich bin immer ehrlich mit euch, Jungs, das kann man sich nicht geben. Der Input-Delay ist andere Liga, Bruder. Und die Todzone, ihr seht auch an meinem Movement. Was ist das, Bruder? Der Input-Delay und die Todzone, beides ist wirklich... Ganz, ganz komisch. Okay, Jungs, ich versuche mal einen Triple-Edit, okay? Ja, hat sehr gut geklappt. Es geht nicht, ich schwöre, es geht nicht. Es fühlt sich so an, als ob ich irgendwie auf der Konsole spiele mit heftigstem Input-Delay, was es gibt. Also wirklich, das kann man nicht vermarkten. Also Jungs, ihr wisst, wie ich normalerweise baue und editiere. Und das ist ja nicht mal ansatzweise auf dem Niveau, auf dem ich normalerweise spiele. Das ist ja schlimmer als ohne Claw. Wisst ihr noch, Jungs? Wer das Video gesehen hat, wo ich ohne Claw gespielt habe, das ist wirklich schlimmer als ohne Claw, glaube ich. Ich krieg wirklich nichts geschissen. Okay, Jungs, ich versuche jetzt irgendwie einen guten Freebuild hinzubekommen, dann cutte ich ihn hier rein. Ich probiere jetzt ein bisschen rum. Jo. Oh mein Gott, erst ein Triple Edit hinbekommen. Der Input-Delay, die Sticks, die Todzone von den Sticks, das ist wirklich nicht spielbar, muss ich ehrlich hier an dieser Stelle erwähnen. Ich würde sagen, wir testen jetzt mal noch die weiteren Features, weil vielleicht habe ich den Controller auch noch nicht richtig getestet, so. Denn wir haben ja hier noch den Turbo-Modus, habe ich ja schon vorhin gezeigt. Ich drücke mal jetzt drauf, vielleicht passiert irgendwas. Ist irgendwas anders? Ne. Hä? Muss ich den irgendwie mal machen? Ich habe gar keine Ahnung, wofür der Turbo-Modus da ist, Jungs, ob der überhaupt funktioniert oder was das bringen soll. Warte, Jungs, ich lese mal kurz dieses Handbuch. Da war ja noch so ein Handbuch dabei. Ich schaue mir das kurz an. Okay, ich habe, glaube ich, einigermaßen verstanden, wie es funktioniert. Ich muss anscheinend den Turbo-Modus-Button gedrückt halten. Und jetzt muss ich eine Taste
wählen, auf die ich den Turbo-Modus aktivieren will. Also ich nehme mal jetzt, keine Ahnung, was macht. Bauplan, machen wir mal Dreieck. Ah, ich muss gedrückt teilen, sorry. Muss ich Turbo. Yo! Was jetzt passiert? Warte nochmal. Yo, guck mal, Jungs. Turbo-Modus. Das ist anscheinend der Turbo-Modus, Bruder. Also, ich kann jetzt Dreieck gedrückt halten. Und der macht jetzt die ganze Zeit nacheinander. Bauplan auf und zu. Okay, ich glaube, in Fortnite bringt das jetzt nicht einen sonderlichen Vorteil. Aber ich kann die Taste, wenn ich gedrückt halte, macht er jetzt auf und zu. Bringt aber legit gar nichts. Ich habe eine Idee, Jungs. Und zwar mache ich mal, jetzt, weil ich das auf Dreieck habe, machen wir mal auf die Dreieckstaste nicht Modus wechseln, sondern wir machen mal Bearbeiten hin, okay? Bringt das jetzt was? Oh! Yo, Jungs, ich habe fast Edits bekommen. Okay, doch. Aber so richtig Vorteil bringt's nicht. Aber das ist schon krass. Das ist einfach wie ein Makro, Bruder. So, was ist mit meiner Spitzhacke eigentlich falsch? Ja, ist ganz lustig. Kann man mal mit rumspielen. Aber ist jetzt auch, wie gesagt, nichts Sinnvolles. Ich stelle das mal wieder alles zurück. Denn wir haben ja nochmal ein paar mehr Sachen zu testen. Außer halt hier diesen Turbo-Modus. Und zwar hatten wir auf dem Controller hinten zwei Buttons. Die dürfen wir nicht vergessen. Und ich bin jetzt echt gespannt, wofür die Buttons da sind. Okay, beide Buttons funktionieren anscheinend nicht. Oder? Warte. Vielleicht beim Bauen irgendwas. Warte, Bauplan auf. So. Ah doch, okay. Ja, linker Button ist anscheinend für Floor, Jungs. Wobei ich mich da frage, wozu das gut sein soll. Und rechter Button ist dann wahrscheinlich für 1, oder? Ja, oder? Ja. Was das genau bringt, Jungs, frage mich nicht. Also irgendwie ist das ja eigentlich nicht der Sinn von Pedals so. Bei Pedals, Jungs, ist ja, soll ja eigentlich den Vorteil haben, dass ihr so wenig wie möglich an diese Tasten hier drücken müsst, wenn ihr kein Claw spielt. Und dass dann L1 und R1 drauf gebindet ist, wobei man halt da immer so die Zeigefinger drauf hat. Macht für mich jetzt eher weniger Sinn. Aber vielleicht kann man das ja umstellen. Ich bin mir da nicht sicher. Ich gucke nochmal kurz in diesem Buch. Also ich habe jetzt nochmal durchgeblättert, Jungs. Da steht irgendwie nichts dazu. Also ich glaube, die sind wirklich auf L1 und R1 festgelegt, die beiden Buttons da hinten am Controller. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in ein paar 1v1s rein. Ihr wisst ja, wie der Input-Delay vom Controller ist. Deswegen, wir werden jetzt mal sehen, wie ich mich so im 1v1s geschlagen gebe. Wir gehen mal hier in eine zufällige Suche rein. Machen mal gegen irgendeinen random Gegner 1v1s und gucken mal, wie ich mich so anstelle. So, wir gehen rein. Oha. Bruder, ich lerne den Controller, ich schwöre. Also es ist immer noch katastrophal schlimm, der Input-Delay. Aber, Jungs, das sah gerade clean aus. Das war mein bester Freebuild, glaube ich, mit dem Controller bisher. Na, jetzt fängt es wieder an. Oh mein Gott. Oh, oh. Ja, scheiße. Ja, Bruder, was soll ich machen? Ach. Bruder, was mache ich hier, ne? Ich schwöre... Ich krieg nichts geschissen, Jungs. Jawohl, 116. Jawohl, Junge, erster Kill. Was los, Alter? Ja, nice. Oh. Double Edit. Vorbei. Nein. Nein, kein Aim. Ja, Jungs, was soll ich sagen? Ich glaube, wir belassen das Ganze dabei. Werde ich den Controller nochmal spielen? Nein. Konnte man mehr für 25 Euro erwarten? Eigentlich auch nicht. Und ist der Controller für 25 Euro eigentlich ganz solide? Ich finde schon. Aber wird der Input-Delay bisschen besser sein bei dem Controller, dann wäre ich wirklich zufrieden mit dem Controller gewesen. Der Input-Delay hat wirklich einiges zerstört. Und ja, Jungs, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe mir extra für euch den Controller bestellt, um das Ganze hier im Video zu testen. Deswegen würde es mich extrem freuen, wenn ihr einfach mal ein Like da lasst und den Kanal einfach mal abonniert. Das sind 2 Klicks, habe ich ja schon auch am Anfang erwähnt. Das sind 2 Klicks für euch, die mich sehr supporten, die mich sehr freuen. Und die kosten euch wirklich gar nichts, ist ja logisch. Also abonniert, liked, Jungs. Wir sind auf dem Weg zu den 100.000 Abonnenten. Es fehlt nicht mehr viel, es fehlen noch knapp 6.000 Abonnenten. Dann haben wir einfach die 100.000 Abonnenten erreicht. Also würde mich sehr freuen für den Support. Und ja, Jungs, schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr Controller-Spieler seid, wie viel euer Controller kostet und welchen Controller ihr habt, würde mich sehr interessieren. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.